Ein leuchtender Stein. Wir fassen ihn an, wir reiben uns an ihm. Ja, gib mir mehr Erinnerung. Stein, du geiles Stück. Oh, jetzt redet der. Großvater, Shiori, warum hast du denn schon wieder den Schlüssel für das Zimmer im Inneren einfach so mitgehen lassen? Es tut mir leid, aber ich musste es einfach tun. Das liegt wohl daran, dass ihr einfach noch Kinder seid. Also, darin wird über den Koto die Obake überliefert. Kinder dürfen dort auf keinen Fall rein! Über den Koto die Obake? Warum habt ihr denn überhaupt so ein Zimmer? Also gut, Shiori, das ist so. Dies Haus wird auch das Haus des Ogami-san genannt. Ja. Und es ist so, dass über die Generation hinweg diese Familie darauf aufpasst, dass aus dem Wald nichts in dieses Dorf kommt. Ogami-sama, ist das etwa der aus den Bilderbüchern? Also heißt das, dass auch du, Großvater, ein Ogami-san bist? Ja, gewiss. Von den Leuten im Dorf werde auch ich so genannt. Und genauso auch dein Vater, Shiori. Okay, Vater und Großvater sind also Ogami-san. Okay. Deshalb macht ihr auch immer diese seltsamen Gebete bei Festen, nicht wahr? Also, ihr könnt doch auch eure Gebete und euer Kram da durchführen, auch wenn ich in dem Zimmer bin. Oder etwa nicht. Vater! Spricht der Vater. Shiori, was ist denn wieder los? Was hast du denn schon wieder angestellt? Also, Vater, Großvater, ihr beide seid also diejenigen, die Koto die Obake fertig machen? Was, Koto die Obake? Das labert die Kleine denn schon wieder? Ich hab ihr doch extra erklärt, dass sie nicht in diesen Raum soll. Oh Gott, ja. Shiori, das ist also eine bisschen schwierige Geschichte, ja? Hey, Kenji! Oh Mann, Vater, es ist doch wirklich so, oder nicht? Wir sollten Shiori auf jeden Fall keine Sorgen machen mit dem ganzen Kram. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Zudem, bin ich ganz ehrlich, ich mag meine Position auch nicht wirklich. Das weißt du doch, Vater, nicht wahr? Du schon wieder mit deinem Gelaber. Also, Koto die Obake gibt es wirklich. Glaub mir doch. Ja, das weiß ich zwar, aber Shiori, falls du irgendwann noch immer und warum auch immer Koto die Obake treffen solltest und ein Versprechen mit ihr machst. Also, es ist so, solange Koto die Obake sich an ein Versprechen mit Kindern erinnern kann, wird es sich auf Ewigkeiten rufen und verfolgen. Auch wenn die Kinder das Versprechen vergessen und es dann irgendwann, dann wenn sie sich dann wird sie daran erinnern und schnappen. Oh nein. Also, wir werden dich mit unserer ganzen Kraft beschützen. Vater, ich, also dein Vater und auch Großvater, können Koto die Obake nicht fertig machen. Deshalb dürfen Kinder auf keinen Fall diesen Raum betreten. Und auch nicht den Wald. Verstehst du nicht, Shiori? Ja, verstanden. Okay, so schnell geht das also. Ein höriges Kind. Jawohl, du bist ein gutes Kind. Okay, Shiori. Willst du heute auch wieder mit diesem Kind spielen? Es sollte doch bald kommen, nicht wahr? Aber heute scheint es
wieder eine Weile lang zu regnen. Und an solchen Tagen solltest du erst recht nicht in den Wald gehen. Also, könntest du heute nicht vielleicht im Haus spielen? Ja, dann spiel ich halt im Haus, wenn du der Knacker mir das sagst. Das ist es halt, deshalb darfst du auf keinen Fall den Wald betreten. Oh. Was haben die denn hier gespielt? Hä? Tierkränzchen, was ist das? Besteckzeugs und ein halb aufgeschnittener Käse. Also spielen die Kinder mit Käse. Ist ja eklig. Was? Das ist... Also wir dürfen nicht den Wald betreten? Ja. Also... Shichan. Du wirst also dann auch irgendwann Ogami-san werden. Nicht wahr? Hm? Also, nee, ich denke nicht, ich bin ja ein Mädchen. Und deshalb glaube ich nicht, dass ich irgendwann Ogami-san werde. Und zudem, wenn ich irgendwann erwachsen bin, will ich auch irgendwas Lustigeres machen als so ein Scheiß. Möchte jemand werden, der diese schönen blau-weiß funkelnden Steine macht. Oh, das ist ja wirklich schön. Also willst du Accessoires herstellen? Willst du so eine Art Designer werden? Passt zu ihm. Ja! Sternchen, Sternchen. Du magst auch schöne Sachen, ne? Also so langsam ahnt mir, was in diesem kleinen Jungen steckt. Und zudem sind diese Steine auch noch Talismane. Das ist doch wirklich fantastisch. Ja. Oh. Oh, was kommt denn da für eine Gestalt mit krummen Beinen? Mein Vater. Also, Sternchen, Sternchen. Es kam ein Anruf für dich. Und das ganz schön dringend war, solltest du ganz schnell nach Hause gehen. Also ich bring dich nach Hause, ich fahr dich nach Hause, also komm schnell. Was ist los, Vater? Shiori, ist es okay. Du bleibst hier. Nein, was passiert? Shiori, es ist so, sagt der Vater. Es ist was mit dem Vater von Sternchen, Sternchen. Also, an diesem Tag, auf dem Weg von seiner Arbeit nach Hause, hat sich ein Erdrutsch ereignet. Nein! Die Dorfbewohner sind noch zu Hilfe geeilt, aber es hat gedauert, die Erde wegzuschaffen. Und nein, sag es nicht. Und deshalb ist der Vater von Sternchen, Sternchen etwa tot. Da reißt schon die Erinnerung ab. Oh nein, wie grausam. Ja, das ist es. Dieser Tag, dieser Junge und auch dieses Haus. Ich kenne es alles. Das ist wirklich meine Erinnerung. Ich wurde in diesem Haus in Asakawa geboren und aufgezogen. Aber warum? Warum habe ich das alles vergessen? Ich kann mich an das Wichtigste nicht erinnern. Ich aber. Und zwar daran, dass wir speichern sollten, Chiori. Und den letzten Stein untersuchen, beziehungsweise uns dran reiben sollten. Der Stein leuchtet. Ja, oh, yeah. Stein, leuchte mich an. Leuchte mich an. Zeig mir die Wahrheit. Nun gut. Du bleibst also hier und suchst weiter nach ihr. Habe ich das so richtig verstanden? Suga schweigt. Was soll er auch anderes tun? Er ist verdammt nochmal stumm. Und das solltest du wissen, Mochizuki. Aber nein, Mochizuki will jetzt erstmal Sakuma hier rausbringen. Denn wir können jetzt auf keinen Fall hier weiter in diesem Wald rumschlendern. Und auch wenn du jetzt eine Zeit lang weitersuchst und sie nicht finden solltest, dann musst auch du schleunigst von ihr verschwinden. Sakura scheint ja in Ordnung zu sein.
Ich werde erstmal mit ihr zurück zum Archiv gehen. Ah, wir sind zurück. Was wir können. Wir können Zucker spielen. Das ist ja cool. Tatsächlich, das Antlitz von Zucker schmückt einen Speicherstand. Wir sind Zucker. Wenn das nicht mal geil ist, jetzt können wir kämpfen vielleicht. Wow, sind wir jetzt auch so... Boah, wir sind auch so super schnell jetzt. Zucker Power. Dann werden wir jetzt mal gucken... Oh, dass wir hier wieder rauskommen. Oh, oh. Komm nicht. Du, komm nicht näher. Du machst uns Angst. Du bist so scheußlich. Angst haben wir vor dir. Oh. Lass dich treffen. Oh, unsere Mutter. Was? Ich hab sie gefunden. In den übereinander lagernden unzähligen Stimmen. Dort kam sie auf einmal. Der schöne Stein, den du erschaffen hast. Du weißt, wo sie ist. Du wirst die dir wichtige Person sicher retten. Wer bist du? Und dann wird sie mich sich treffen lassen. Meine Mutter. Hä? Was labert das Teil? Es geht nach unten. Und so werde auch ich ihm folgen. Was ist hier los? Was ist hier los hier unten? Was treibt ihr? Okay, kann ich jetzt hier raus? Ah, okay, hier unten war ja das Seil. Ah, jetzt kann ich vielleicht beim Brunnen raus und dann bin ich auch aus dem Wald. Oder nicht? Mhm. Ja, hier spiegelt sich immer noch auf der Wasseroberfläche das Licht, was oben von der Decke runter sickert. Kann ich jetzt... Hallo, Suga! Du kannst dich jetzt selbst retten. Will er anscheinend nicht. Na gut. Dann halt nicht. Jeder ist selbst seines Glückes Herr. Dann gucken wir einfach... Ah, können wir jetzt... Ah, wir können jetzt vielleicht mit dem Schwert die Leiter von der Wand trennen. Oder wiederum auch nicht. Na gut, er scheint wohl keinen Nutzen für die Leiter zu sehen. Dann halt nicht. Dann gehen wir wieder hoch und gehen von hier nach rechts. Nach rechts führt es uns in Richtung Ogami. Nicht Ogami-san, sondern Kotoriobaki. Oh nein. Diese Viecher. Hör auf! Stör uns nicht! Du bist so gruselig, komm nicht näher! Natürlich komme ich näher. Mach euch fertig! Zucker scheint keine Angst vor den Teilen zu haben. Komm nicht näher! Komm nicht näher! Ich hab Angst vor dir! Nein, du machst mir Angst. Geh nicht weiter. Ich lass dich hier auf jeden Fall nicht vorbei. Ich bring dich dazu. Das Kind auslöschen oder nichts tun. Natürlich lösche ich dieses Kind aus. Anlauf nehmen. Entschlossenheit. Du. Hör auf. Töte mich nicht. Bitte. Bitte nicht. Töte es endlich. Boah. Suga. Was von Badass. Mutter. Tötete einfach ihr Kinder. Kindermord in Kinosamakafudomori. Dass ich das noch erleben muss, hätte ich nicht gedacht. Na gut. Meine eh schon tot, die Kinder. Also, bisschen abgeschwächtere Variante. Du bist so grausam. Ich brauch dich nicht. Ich habe kein Versprechen mit dir geschlossen. Unsere Mutter hat dich schon längst vergessen. Okay. Sie wünscht sich nur dieses andere Kind. Dass du, der du beschmutzt bist, dich brauchen wir nicht. Hat er mich gerade beschmutzt genannt? Das war ja wohl der schlimmste Diss, den ich je gehört habe. Diesen Kindern werde ich noch die Manieren hier, die Leviten lesen, Manieren beibringen. Okay, was passiert hier?
Das Gleiche wiederholt sich wieder und wieder. Du. Wie oft willst du dich noch opfern? Das labern die. Ich mach euch fertig. Komm, wirst du mich auch totschlagen? Wirst du es tun? Nein. Bitte, bitte. Geh nicht. Alter, labert mich nicht voll. Bitte. Du kannst niemanden retten. Du kannst auch eh nichts tun. Ey, jetzt labert mich nicht von der Seite an. Ey, du nervst. Du nervst. Du bist so aufdringlich. Es wäre besser, wenn du nie da gewesen wärst. Es wäre besser, wenn du nie da gewesen wärst. Bla, 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 bla. Kleines Pissbla. Schneide ich auch in 1000 Teile. Langsam genießt er das. Okay. Vor mir liegend scheine ich ganz viele unzählige Stimmen laut zu werden. Das heißt, wir gehen weiter. Du. Warum störst du uns? Warum? Alles ist doch deine Schuld. Du bist ein grausamer, schrecklicher Typ, der nur eigenwillig handelt. So traurig, obwohl ich so unerträglich traurig bin, kann ich keine Ruhe finden. Was? Kuwai, ich hab Angst vor dir. Ja, wir wissen's. Kannst Kuwai... Wow! Meine Güte, ich schlachte alles hier ab. Ich mach euch fertig. Ihr kleinen Drecksdinger. Jetzt kann ich mein Zorn rauslassen für die Verfolgungsjagd von zuvor. Die hat mich ja echt sowas von fertig gemacht. Psychisch, seelisch. Sitze ich bald beim Psychologen auf der Bank. Unglaublich, ja. Komm. Du bist so grausam. Zack. Zeig dir, was grausam ist. Au! Weg mit dir. Du auch noch. Auf Wiedersehen, Mutter. Drecksding. Komm, die anderen... Oh nein. Die anderen drei lasse ich leben, aber euch mache ich fertig. Oh, Shiori liegt dort. Verschwindet. Ich mache euch alle platt. Shiori.